Aha, wir haben einen neuen Eintrag. Ruß war ihr Insider in der FDG. Sie ist der Schlüssel zu all dem. Ja, und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Get Even. Ich finde das ganz schön spannend, was hier so passiert. Ich habe gedacht, die Ruß wollte sich bereichern. Das tut sie wahrscheinlich auch irgendwo damit. Aber sie ist ja gar nicht, vermutlich nicht mal der Drahtzieher hinter der ganzen Entführung, um die es hier geht. Einfach die anderen Folgen schauen. Denn seht ihr... Es. Eine Spielzeugeisenbahn. Okay. Und unten Drop. Was kommt denn da raus? Zu. Hier ist eine Lichterkette, das sehe ich ja jetzt erst. Hä? Das war da vorne nicht. Da bin ich noch nicht dran vorbeigelaufen. Hä? Was passiert hier? Das ist das Notebook von Grace. Was ist hier los? Die Tür ist natürlich auch wieder zu. So, gehen wir mal hier rein. Da geht's runter. Hier geht's nicht weiter, hier ist nichts zu finden. Hä? Oh, ist das crazy. Wir machten so was. Jetzt sind wir wieder hier drinne. Was ist das? Rose Atkins, das ist ihre Visitenkarte. Z. FDG setzt sich an die Spitze. Nicht einmal 2 Monate ist es her, dass wir über die Pläne von Advanced Defense Strategy berichteten, eine kreative, die Welt zum Positiven verändernde Kraft zu werden. So zumindest CEO Roger Howard. Mittlerweile hat jedoch die Future Defense Group, der Rivale von ADS, zum ersten Mal in der Geschichte einen Großteil des europäischen Waffenmarktes für sich gewinnen können. Ja, vermutlich stecken die dahinter. Keine Ahnung, Robert Ramsey. An Scott. Future DG. Aha. Scott, ich weiß, du bist nicht wirklich an ihr interessiert, aber ich denke, dass wir Rose Atkins einstellen sollten. Ich weiß, dass es etwas anstrengend ist, aber sie ist hochintelligent. Und ihre Empfehlungsschreiben sind wirklich beeindruckend. Wirft mal einen Blick auf ihren Lebenslauf für mich. Okay. Ich muss mal einen Schluck trinken, Moment. Ich würde sie gerne einstellen, aber nur, wenn ich auf dich auf meiner Seite habe. Oder steckt das ist wieder so ein Dingsprotokoll. Ich erzähle gleich, was ich meinte. Joel, hey, hast du heute Rose gesehen? Nein, wieso? Du hättest sie sehen sollen, was sie anhat, beziehungsweise nicht anhat. Ist sie etwa nackt? Nein, sie hat eigentlich nur ihre Bluse aufgeknöpft, aber mit dem Blick will sie garantiert jemanden Essepvögeln. Nichts Neues, die findet noch einen Weg, uns alle über den Tisch zu ziehen. Joel, auf meiner Liste der größten Bösewichte ist sie auf Platz 2, knapp hinter Cthulhu. Was machst du eigentlich heute Abend? Amber, ich gehe in diesen neuen Club, Lacuna. Den kenne ich, der ist klasse. DJ Regal hat da letzten Freitag aufgelegt. Kommst du also auch hin? Joel, absolut. Oder Joel, nicht Joel. Hier liegt auch noch was. Greg, ich weiß, dass du es warst. Rose, was war ich? Greg, ich bin im Arsch. Sogar der Chef denkt, ich bin irgendein Perverser. Erstens, ich habe nichts getan. Zweitens, jeder hier weiß, dass sie ein kleiner Perversling sind. Das ist nichts Neues. Damit kommst du mir nicht davon, du blöde Schlampe. Für sie immer noch Fräulein Schlampe. Und wenn sie mich jetzt bitte entschuldigen würden, ich habe viel zu tun. Manche von uns haben schließlich auch noch ihren Job. Eine Intrigantin vor dem Herrn. Ja, hier kommen wir wieder raus. Nicht, dass ADS dahinter steckt, hinter dieser Entführung. Weil dieser Ramsey ja dann für den Gegner gearbeitet hat, für FDG. Eslan Craig. Ken, Eye, Laservisier.
Augmented Reality Helmsystem. Aha. Atkins Rose. Auch Augmented Reality Helmsystem. Dafür haben die das gebaut? Logan Cole, Gunner, Corner Gun. Dritte Generation. Gesamt 520 Arbeitsstunden im Jahr. Foster George, Ken Eye Laser. 400 Corner Gun, dritte. Oh Gott. Die haben da alle dran gearbeitet. Stunden, viele, viele Stunden. Das ist auch von FTG. Future DG. CMO. Herr Hopkins, wie gewünscht sende ich Ihnen eine Kopie der E-Mail von Rose zu. Um es kurz zu machen, sie scheint eine Gehaltserhöhung zu verlangen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie dermaßen unersetzbar ist, wie sie vorgibt zu sein. Aber vielleicht liegt das auch nur an mir. Mit besten Grüßen, Madeleine. Liebe Madeleine, mit diesem Schreiben bitte ich Sie offiziell, meine Stellenbezeichnung zu etwas anderem als Laborassistentin aufzuwerten. Mein Mitwirken an Dr. Ramseys Pandora's Servant war wesentlich und er teilt mir bereits mit, mehrmals mit, dass er nicht wisse, was er ohne mich tun würde. In den letzten Wochen habe ich bis zu 16 Stunden am Tag gearbeitet, um Dr. Ramsey bei der Bereinigung von Programmfehlern und dem allgemeinen Verständnis der Technik zu unterstützen. Um diese Zeit aufzubringen, musste ich mich in anderen Lebensbereichen erheblich einschränken. Ich würde mich niemals beschweren, denn ich liebe meine Arbeit durch und durch. Allerdings denke ich, es ist an der Zeit, dass FDJ meine Bemühungen anerkennt. Falls nötig, würde ich mich darüber freuen, die Angelegenheit mit Herrn Hopkins persönlich zu besprechen. Mit freundlichen Grüßen, Rose Atkins. Ah, so macht man das also. Werde ich mal meinen Chef auch so einen Brief schicken. Mal gucken, was er da sagt. So, Z. Von der Sicherheit? Willkommen an Bord. Bin froh, dass du dabei bist, Atkins. Ich weiß, dass es keine leichte Entscheidung war. Achte einfach auf die allgemeine Stimmung und lass J nichts Dummes anstellen. Vergiss nicht, was ich dir über ihn erzählt habe. J, Jasper? Was hat Jasper damit zu tun? Wurde der auch von denen beschäftigt? Ich weiß es nicht. Also wenn man mit den Namen nicht klarkommt und sich hier reinschaltet, bitte einfach die Folgen davor anschauen. Das kann ich jetzt ja nicht jedes Mal erzählen. Das ist wieder Rose. Und das ist wieder diese komische Adresse. Da fällt mir ein, wir müssen Black besser im Auge behalten. Das sind wir. Er ist der Typ Mann, vor dem man schlecht etwas geheim halten kann. Genau. Ich glaube kaum, dass er von unserem Vorhaben begeistert ist. Seien Sie vorsichtig. Und vergessen Sie nicht, ich gehe mit Ihnen in ein großes Risiko ein, Jasper. Enttäuschen Sie mich nicht, wenn alles über die Bühne geht. Begebe ich die erste Runde aus. Aha, dass diese Needle-Insel Hey oder so, das ist seine Nadel in irgendwas drin, ist seine E-Mail-Adresse. Ich kann kein Englisch, Entschuldigung. Rose Atkins, geboren am 11. Januar 1984. Ausbildung. Sunderfield University Master of Science an der Fakultät für Informatik, Ingenieurwesen und Umweltbebauung. Karriere in FDJ, Februar bis Oktober 2008, Praktikum in Wissenschafts- und Technologieabteilung. November 2008 bis heute arbeitet als Laborassistenten von Robert Ramsey an folgenden FDJ-Projekten. F10 Augmented Reality Helmsystem, Corner Gun Waffensystem, Gedankenvisualisierungsheadset, noch in der Entwicklung. Die hatte damit zu tun, das wissen wir ja inzwischen. Hier kommen wir nicht mehr raus. Wir kommen nur über... Das haben wir alles gelesen, hoffe ich. Ich habe hier alles, ne? Jetzt ist nur noch dieses doofe Bild. Dann gehen wir mal, dann sind wir auf dem Friedhof, wie passend. Da waren wir schon, glaube ich. Okay. What do I need to do this time? Search the memory for Rose Atkins. Find out who her employer was. Find out why she would turn on me after I gave her everything. Okay. And then we will find out your involvement, Mr. Black. We still need to know why you were there. Also, der jetzt da gesprochen hat, das war der Vater. Ah, hier können wir zurück. Gut, ich hole mir die gute Waffe. Dafür ist das ja auch da. Und man kann hier, glaube ich, auch speichern, wenn man möchte. Bevor man eine Mission anfängt. So, und gucken wir mal. I appreciate how seriously you're taking our investigation, Mr. Black. Good work.
58. Hier Ende wird sich jetzt nichts mehr ändern. Der ist neu. Meeting with Rose. Da haben wir schon ein bisschen mehr vervollständigt jetzt. Ja, das war das Erste. Mir fehlen mir nur diese drei Plakate. Sowas, nee, die vier Bilder, die ich nicht gesehen habe. So ein Blödsinn. Denn auf dem Friedhof. Auf den Friedhof der Verdammten. Oh, ha, ha, ha. So. Where is this? I don't know this place. Ah, yes. Holmwood Cemetery. I'm afraid I do. And if the Pandora has brought you here, then you do too. And how do you know this place? It's next to the company building. It allowed Rose and I to have a certain privacy. Looks like we met here too. So where is she? Wenn Sie reden wollen, treffen Sie mich auf dem Friedhof von Holwood am Stadtrand. Rose. Handtasche ist das. DNA and fingerprints confirmed. Rose Atkins. Rose? Black, listen. I know you're angry, but the wheels are in motion, and there's nothing either of us can do to stop them. I can't have anyone standing in my way. Especially not you. I'm starting to remember. I was looking for Grace. I think Rose had her. I was trying to stop her. I didn't want it to be this way, but you're now a liability. Security, make it painless. Goodbye, Black. I'm sorry. Ich weiß, da habe ich schon einen gesehen. Vermutlich nicht brauchen. Oder ist das irgendwas anderes? Eine neue Nachricht? Mich schubsen sie nicht mehr herum. Es reicht. Brauche ich nicht. Wir kommen hier eh nicht durch. Ich muss zu diesem Typen, logischerweise. Hier sind die Gräber. Da gibt es einen Park. Und wir sind da oben. Da sind wir. Zu zweit. Kacke. Da ist das Bild. Da können wir wieder raus. Vorsichtig. Ich gehe mal hier lang. Da ist auch noch eine. Ohne zu schießen. Das geht doch gar nicht. Guck mal, ich komme hier gar nicht anders vorbei. Ach, die gehen jetzt beide. Hier.
Hello? Hey! Die wissen nicht, wo ich bin. Was ist das für Musik hier? Ach, der sieht mich aber. Kacke. Stellung wechseln. Warum ist immer noch eine Frauenstimme dabei zu hören? Na, ich bin ja mal gespannt, was YouTube meint zu dieser wundervollen Musik. Kann in einigen Ländern nicht aufgeführt werden. Oder abgespielt. Deutschland. Oder auf einigen Geräten. Ich kann es nicht ändern. Ich werde die Videos behalten, bis ich das freigeschalten habe, damit ich das dann nochmal, wenn es Probleme geben sollte, nachrendern kann. Ich bin so schlau. Und dann ist es auch so laut. Schade, dass es nicht getrennt ist. Es ist wirklich schlecht. Wer hat mich denn jetzt gesehen? Hier ist doch gar keiner. Ah, hier kann man auch lang gehen, okay. Da geht einer. Jetzt hier an diesen komischen Brunnen lang. Vier Mann sind hier noch. Der kommt hier lang. Kommt er auch weit genug hierher? Dann kann ich ihn hauen. Oh, Scheiß, hauen! Hauen, hab ich gesagt! Was ist das denn? Auf F gedrückt. Mehr kann ich nicht machen. Müssen wir uns den ganzen Lärm jetzt nochmal anhören? Und die Karte ist auch verstellt. Geil. Oh, schön. Das ist ja auch gar nicht weit zurück. Nein, überhaupt nicht. Hä? Ach, da sind sie beide. Ich trigger sie nicht. Ach, was soll das denn? Muss ich wieder von der anderen Seite? Das wollte ich vorhin auch. Das ging auch, wenn die mich gesehen haben.
Mann! Hier sag ich doch. Bin an dem blöden Schild hängen geblieben. Hat mir das so schön gedacht. Das ist auf jeden Fall schon mal besser. Da ist einer. Oh, geh doch runter. Warum stellt er sich hin? Da stehen sie beide. Ach, dann kann ich mich nicht mehr lehnen. Na geil. Ob das jetzt eine gute Idee war? Da komme ich noch nicht mal dahin. Ja, auch eigentlich gar nicht dahin. Eigentlich muss ich da hinten hin, wo der rot-blaue Punkt ist. Man hört ja auch das Handy klingeln. Ganz viele. Der ist da lang gegangen. Oh, jetzt fängt die wieder an zu singen. Dass man nicht den Anwender entscheiden kann, ob er das möchte oder nicht. Are you enjoying this gunplay, Mr. Black? The constant reset? You must focus. Ich baller doch gar nicht. Hä? Ich schnieke mich hier durch die Gegend. Soll ich an denen vorbeischleichen? Das ist ja langweilig. Das ist ja nun wirklich langweilig. Das geht doch gar nicht. Die gucken beide in meine Richtung. Da hinten muss ich auch hin. Gefällt Ihnen das Rumballern? Als ob ich hier rumballe. Hier ist noch eine Mauer. Mann! Geduld verloren. Entschuldigung. Ah. Ist er weg? Oh, die Musik geht mir auf den Sack. Ich mach das jetzt mal wieder leiser hier. Das muss ich alles nachschnippeln. Meine Güte, das muss doch nicht so laut sein. Im Verhältnis jetzt zu dem normalen Spiel. Der geht hier, der will mich hier flankieren, oder was? Na nun komm! Dich hab ich. Ist da hinten noch irgendwo einer? Ich weiß jetzt auch gar nicht, wo ich hin muss, weil ich das wegen der lauten Musik gar nicht hören kann.
Das ist wirklich... Ah, da sehe ich die rote Tasche. Blödarsch. This doesn't make any sense. Rose wouldn't have access to this many men. An anxious mind is likely to produce more troubled environments inside the Pandora. You're not worried about anything, are you, Black? Yeah. Worried about getting shot. It's not real, Mr. Black. Just perceived threat that your mind is heightening inside the Pandora. It still fucking hurts. Hier sehe ich jetzt erstmal gar nichts. Gut, aber bevor ich hier rausgehe, das machen wir in der nächsten Folge. Ich danke fürs Zuschauen. Und tschüss.